Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Wir machen weiter mit Fletching zu Botkin, der Reihe, in der ich auf verschiedensten Elo-Ebenen gegen Leute auf dieser Elo-Ebene spiele und dabei zu zeigen versuche, wie ich denke, wie man auf der Ebene spielen kann, um sich zu verbessern oder welche Sachen man achten sollte. Wir befinden uns im Bereich 1000 bis 1100 Elo und heute habe ich den Scooter for Life als Gegner, der in seinen Aufwärmspielen so erfolgreich war, dass er jetzt tatsächlich über diesem Elo-Bereich gelandet ist. Er ist jetzt bei 1119. Aber ich habe mir gedacht, das ist nicht so schlimm. So ein bisschen Kulanz muss sowieso dabei sein. Und da das hier quasi als ethische Alternative zum Smurfing funktioniert, selbst wenn ich auf der Ladder mit einem alternativen Account gespielt hätte, wäre das sicherlich auch mal passiert, dass da etwas größere Elo-Schwankungen drin sind. Also, denke ich, ist komplett okay. Vielleicht sehen wir dann jetzt auch ein bisschen mehr von dem, was ich im letzten Video schon angesprochen hatte. Nämlich das Micro, was in diesem Bereich jetzt mein Fokus sein soll. Haben wir der letzte Gegner auf 4 Seen hat das ja schon ziemlich gut gemacht. Und wir können dann wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein noch etwas besserer Spieler das auch nochmal besser kann. Und dass wir da vielleicht ein bisschen mehr von einbringen können dann. Wir spielen heute wieder auf Arabien. Und wie auch schon in den letzten beiden Folgen in diesem Elo-Bereich 1000 bis 1100 erwähnt, soll der Fokus eben darauf liegen, ein bisschen Micro mit einzubringen, also vor allem für Bogenschützen, das Hit and Run so ein bisschen in Bewegung bleiben, Stopp Micro, wenn es sich anbietet. Und natürlich wollen wir auch weiterhin daran arbeiten, unsere Basis etwas schneller abzumauern mit Palisaden diesmal auch. Also das haben wir in vorigen Elo-Bereichen, haben wir die Palisaden ja quasi rausgelassen und nur Häuser benutzt. Das machen wir jetzt auch. Und darauf wollen wir uns halt auch weiterhin natürlich fokussieren. Und wir wollen aktiver spielen über unseren Scout näher am Gegner und aktiver am Gegner behalten, um zu sehen, was er treibt. Und insgesamt auch ein wenig schneller spielen. Das sind so aktuell die Themen. Jetzt schalte ich auf. Und ich höre gerade, dass mein Mitbewohner irgendwas hackt in der Küche. Ich hoffe, das ist hier nicht zu hören. Wenn nicht, dann ja gut. Das kommt sich ja gut zusammen mit dem quietschenden Stuhl. Wir holen uns jetzt erstmal unser zufälliges Volk. Ich habe das hier schon vorbereitet. Alle, die wir bereits hatten, sind ausgewählt, sodass wir jetzt hier eine frische Zivilisation bekommen. Und zwar haben wir heute die Berber. Alles klar, das ist dann also auch wieder eher eine Kavallerie-Zivilisation. Aber vielleicht bietet es sich hier an, auf die Spezialeinheiten ein bisschen umzuwechseln. Dann wäre das vielleicht auch nochmal eine kleine Abwechslung, die wir hier reinbringen können. Ups, ich muss das Volk noch auswählen. Alles klar, kurz noch checken, ob meine Aufnahme richtig läuft. Ich bin da so paranoid. Ich habe so viel, zu viele Aufnahmen, die jetzt einfach im Äther verschwunden sind. Oder wo ich vergessen habe, das Mikro einzuschalten und ich nicht wirklich, eigentlich nur mit mir selbst gesprochen habe. So, nochmal kurz den Quietschestuhl einschalten hier und dann kann es losgehen. Er hat sich die Äthiopier ausgesucht. Irgendwie, das ist, scheint ein sehr beliebtes Volk zu sein. Das haben wir wirklich schon sehr oft gesehen. Und was interessant wäre, mit den Äthiopiern kann man ja auch sehr gut den Man-at-Arms-Rush spielen, denn ich erst auf, ich bin mir nicht ganz entschieden, ab welcher Elo ich den zeigen werde, auf jeden Fall in dem Bereich hier zeige ich den noch nicht. Kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass er den schon kann. Ich habe auch schon Spieler auf niedrigere Elo gesehen, die den Man-at-Arms-Rush ziemlich gut konnten. Und mit Äthiopiern ist er sehr, sehr gut, lässt sich extrem einfach spielen. Und dann der Wechsel auf Bogenschützen ist damit auch sehr, sehr angenehm. Also vielleicht bietet es sich an, nochmal etwas zu zeigen, was wir einmal im vorigen Elo-Bereich hatten, nämlich Scouts und dann Plänkler als Kontereinheit. Wir wollen ja auch weiterhin Kontereinheiten, wenn es sich anbietet, einbinden. Das haben wir auch im letzten Video auf 4 Seen schon gemacht. Da haben wir zum Beispiel dann die Mangen eingebaut, um gegen die gegnerischen Plänkler und Bogenschützen zu bestehen. Also irgendwie. Das ist auch einer der Gründe, warum. Oh shit. Das Wildschwein sitzt hier, das ist sehr schön. Was macht er denn? Will er hier Sachen klauen oder was? Was wollte ich gerade sagen? Genau, also dass man den Scout immer aktiv vorbewegen soll. Das kommt jetzt hier wieder ganz gut zum Tragen. Denn sonst wäre der Scout hier ganz komisch durch die Gegend gelaufen. Bin mal gespannt, ob er den klauen möchte jetzt. Ich habe da keine Regeln gesetzt, also ich selber werde natürlich kein Laming betreiben. Aber ich habe das niemandem verboten. Noch ist aber alles gut, wie es aussieht. Das zweite Wildschwein ist hier oben.
Wir holen uns jetzt auch unser Wildschwein hier mit dem Webstuhl natürlich. Unsere Schafe haben wir alle gefunden. Oh, ich habe 4 auf Holz geschickt, sehe ich gerade, aber ist nicht schlimm. Dann baue ich mit dem einfach schon mal die beiden Häuser. Na, läuft jetzt ins Dorfzentrum rein? Ein bisschen. So, jetzt habe ich halt sehr schnell gespielt an der Stelle, würde ich behaupten. Aber ich habe jetzt den Webstuhl, das heißt, er kann mir auch nicht mehr allzu viel tun hier. Zwar nicht so, ich habe ein bisschen gerade schneller reagiert, als ich wollte, weil ich so viele Sachen gesehen habe, die meine Instinkte getriggert haben. Es tut mir leid. Aber ich erhebe weiterhin keinen Anspruch darauf, dass ich hier perfekt die Spielkraft oder Spielgeschwindigkeit meiner Gegner simulieren kann. Das werde ich nicht können. Einfach auch Reflexe, die hier eine Rolle spielen. So, du kannst danach hier hingehen. Unsere eigene Basis ist mittlerweile ganz gut erforscht. Die sieht nicht besonders gut aus, muss ich dazu sagen. Wir haben unser einziges Holz hier. Ja, hier haben wir auch ein bisschen. Aber es wird sehr schwierig, das hier hintenrum zuzumauern, glaube ich. Hier hat sich keiner verantwortlich gefühlt. Und wir brauchen das zweite Wildschwein. Ich drehe mal noch ein Ründchen, dass ich hier genau weiß, was los ist. Das geht auch dann auf der Minikarte, weil die Sachen, die ich sehen muss, habe ich schon gesehen. Da muss ich jetzt nicht nochmal größere Konzentration aufbieten. So, hier ist auch noch eine Lücke. Also hier ist ja schön gewesen, wenn der Wald hier zum Kartenrand geht. Dann ist mit den Mauern ein bisschen einfacher. Wunderbar. Also ich muss ihn dann später mal fragen, was er sich dabei... Also, oder vielleicht sind wir auch sehr nah aneinander. Das kann natürlich auch sein. Ob er wirklich rübergelaufen ist mit dem Ziel, mir irgendwas zu klauen. Weil dafür war dann sein Scout auch wieder ein bisschen inaktiv, muss ich sagen. Teile hier schon mal mit dem Shift-Klick ein bisschen auf. Wir machen wieder 21 Populationen. Wollte eigentlich auf den Baum hier vorne klicken, aber irgendwie wieder nicht. Naja, jetzt geht's auf einmal. Oh, meine Rehe sind ja super nah dran. Ich werde die noch nicht anlocken, aber ich glaube, die können wir trotzdem heute mal einbauen, weil die sind so nah dran. Das wäre eigentlich ein Verbrechen, die nicht mitzunehmen. Das geht eigentlich nicht. So, hier hinten wäre unser zweiter Wald, den wir mal nehmen. Hier unsere übliche Umverteilung. Oh, hoppala. Das hat er sehr gut gemacht. Da bin ich aktiv genug auf den Scout geguckt. Und er hat aufgepasst. Wir wissen nur, dass er sich abmauert. Nicht, was er strategisch vorhat. Ich baue jetzt mal hier die Kaserne vor, dass ich so ein bisschen das Gold noch abschirmen kann. Die Kollegen sortiere ich mal noch ein bisschen, dass sie sich nicht so fest verlaufen. Aber sehen wir mal das Positive. Jetzt muss ich mich nicht auf meine Scout konzentrieren, sondern kann einfach ganz entspannt hier zu Hause mal das anschauen. Und wir können schon mal planen, wie wir das Ganze abmauern wollen. Also hier, das soll auf jeden Fall noch zu sein. Ich die Kaserne hätte ich auch ein Stück weiter vormachen können. Einfach um das Gold hier ein bisschen abzuschirmen. Hier können wir zum Kartenrand. Und hier vielleicht von dem Wald hier hoch und dann nochmal hier zum Kartenrand. Oder hier hinten hin. So einmal quer hier lang. So, kann natürlich sehr gut sein, dass er mit dem Metal Arms jetzt um die Ecke kommt. Ja, aber er hat auch so viel Population gespielt wie wir, wie es aussieht. Dann ist Metal Arms eher unwahrscheinlich, aber heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist. So, wir wollten die Rehe mitnehmen, habe ich gesagt. Oder die, wie heißen sie? Straußen. Einfach, weil die sind so nah dran, also ich glaube... Das wäre schon lächerlich, wenn ich die jetzt wirklich ignorieren möchte, einfach. Er kommt tatsächlich mit meinen Arms. Das ist sehr gut, dann können wir das auch mal demonstrieren, wie ich jetzt darauf reagieren möchte. Ich werde nicht übertreiben, also nicht irgendwelche krassen Quick Walls einbauen oder sowas, sondern mich zurückziehen oder situativ auch einfach dagegen kämpfen. Ich mache den Wegpunkt mal nach innen, er wird jetzt hierher kommen. Wir ziehen die Einheiten dann, oder die Dorfwohner dann zurück oder kämpfen dagegen. Noch hat er das Upgrade nicht.
Jetzt hat er das Upgrade. Und ich ziehe die jetzt zurück. Der eine kann vielleicht sterben. Hey, warum gehst du eigentlich nicht hier? So. Ja, der eine könnte gut sterben. Wir quartieren die ein, dass wir noch so ein bisschen auf ihn schießen. Die quartieren wir auch ein. Und wir warten einfach, bis wir genug Einheiten haben, um dagegen zu kämpfen. Und produzieren währenddessen weiter Dorfbewohner natürlich. Die können wir auch zurückziehen. Bis wir genug Einheiten haben, um uns dagegen zu wehren. Es ist okay, wenn wir Dorfbewohner verlieren. Wir bleiben aktiv. Und bauen schön weiter unsere Felder. Da haben wir gleich drei Stück hier. Am besten sind eigentlich vier. Dann warten wir auch noch auf einen mehr. An den Bären ist er jetzt nicht mehr. Da kann ich wieder zurückgehen. Ja, wegen der Bären, weil er die abgeschirmt hat, kriegen wir gerade nicht weiter Nahrung rein. Aber es ist nicht schlimm. Wir bleiben ganz ruhig. Wir haben ein oder zwei Dorfbewohner verloren. Gar kein Thema. Wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen. Alles völlig in Butter. Ist hier noch offen? Ja. Das wird er jetzt hier abreißen. Ist alles okay. Wir werden jetzt den vierten Scout haben. Oder können wir mit den Dorfwohnern auch vielleicht auch zusammenkämpfen. So, Dorf da. Kämpfe mit allen einfach. So, und jetzt repariert. Ja, der kommt auch schon mit Bogenschützen. Reparieren wir unsere Wirtschaft. Dorfwohner produzieren. Und ja, das hat er jetzt abgerissen. Bauen wir das neu. So. Wir haben schon gesehen, dass er den ersten Bogenschützen am Start hatte. Das heißt, wäre schön, wenn wir demnächst schon unsere Schießanlage bauen können. Aber wir bleiben erstmal defensiv jetzt. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Bauen schön weiter unsere Felder. Schön weiter unsere Scouts. Habe ich jetzt auch einen zu viel auf Holz. Aber das können wir auch nutzen, um hier zuzumachen einfach. Wegpunkt war nicht aktualisiert, wie ich sehe. Und ja, wir bauen einfach weiter. Wir möchten demnächst unsere Schießanlage haben. Deshalb baue ich jetzt mal einfach keine weiteren Felder. Wir haben auch schon 15 Stück, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ach. Dachte ich, den Wegpunkt ausgesetzt. Naja. Dann kannst du jetzt unsere Schießanlage bauen hier. Wo ist er jetzt, ist die Frage. Kommt er nicht? Er könnte natürlich hier noch an der rechten Seite sein. Aber wir gehen auch mal in die Offensive. Komm. Und schön weiter Einheiten produzieren, weil wir nicht wissen, ob wir sicher sind oder nicht, ne? So. Oh, da ist er. Aber wir haben doch weitere Scouts hier, da können wir helfen. Oh, das hat er nicht fertig gebaut hier. Naja, dann gehen wir zurück kurz. Kommen mit dem hier ran. Gucken uns hier an, ob wir durchkommen. Ich klicke mal wieder rein und gucke, wo sie langlaufen. Müssen noch mal langsam auf Gold. Wir können auch denen schon, oder wo ist eigentlich unser Hauptgold her? Hier. Dann sagen wir denen, die sollen hier hingehen. Ja, jetzt verschleudert er so ein bisschen Einheiten gerade. Der ist fertig. So. Ah, die sind tatsächlich durchgekommen. Das ist natürlich für ihn jetzt extrem unglücklich. Aber deshalb klickt man einfach mal in die Basis und guckt, was passiert. Es gibt immer irgendwo eine Lücke. Währenddessen machen wir weiter unsere Plänkler. Das ist auch fertig. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genau gleich viele Einheiten verloren. Oder Dorfwohner.
Bislang gefällt mir die Partie hier sehr, sehr gut, weil das viel von dem, was ich bis jetzt noch nicht zeigen konnte, sehr gut zeigt, auf jeden Fall. Den Schwerträgern wollen wir mal ein bisschen ausweichen, aber gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch einen. Na, sieht nicht gut aus. Weiter Dorfbewohner natürlich. Und wir machen noch ein paar Plänkler zur Sicherheit. Hier hat er sich abgemauert. Dann laufen wir einfach weiter. Und wir gucken nur hier drauf gerade. Wir haben auch keine untätigen Dorfbewohner. Alles gut. Aber ihr seht, es wird keine gute Zeit, aber es wird bei ihm auch nicht gut werden. Er wird hier noch zwei verlieren, glaube ich. Vielleicht sogar drei. Ja, aber ist nicht schlimm, wir haben jetzt alle unsere Dorfbewohner verloren. Unsere Reiter. So. Und wir sind auf in die nächste Zeit. Oh, die waren die ganze Zeit hier noch auf dem Holz, ne? Egal. Dann bauen wir einfach noch ein paar Felder. Also es war gerade sehr unsauber, weil ich auch natürlich meine Konzentration wie geplant komplett hier hingelegt habe. Oh, hier ist sogar der Karten dran, das habe ich gar nicht gemerkt. Na gut, da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil jetzt draus, dann muss ich da nicht noch weiter wollen. Die Berber haben ja sehr billige Ritter. Wir haben jetzt unsere Plänkler quasi nur zur Verteidigung gemacht. Und die waren nicht notwendig unbedingt, weil wir bei ihm Schaden machen konnten. Deshalb machen wir jetzt mal folgendes. Bauen jetzt hier unseren zweiten Stall. Und holen uns unsere Upgrades für unsere Reiter. Er ist schon in der Ritterzeit. Er hat nicht ganz so viel investieren müssen oder investiert wie ich. Wir stellen mal unsere Plänkler hier auf den Hügel. Ich habe natürlich auch ganz gut wehgetan. Aber er hat uns auch sehr weit zurückgeworfen, weil er hier so drin war. Aber wie gesagt, kein großes Micro, kein großes Quick-Walling ist notwendig, denke ich, auf dem Level. Deshalb habe ich das auch entsprechend gemacht. So, jetzt holen wir uns auch mal unseren Markt. Weil wir so viel Holz haben. Und wenn wir militärisch hinten sind, oder zeitlich natürlich jetzt auch hier, können wir auch erstmal offensiv spielen. Wir sehen auch übrigens, er hat einen Stall gebaut, das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Bin mal sehr gespannt, ob er jetzt mit Rittern ankommen möchte. Wie ist er eigentlich hier reingekommen? Da klicke ich jetzt auch mal meine Einheit hier rein und schau, was passiert. So. Er kommt nicht rein, das heißt, er war schon drin. So, wir verkaufen ein bisschen Zeugs hier. Bleiben auf dem einen Dorfzentrum jetzt aktuell. Haben auch nicht genug Nahrung, um wirklich viel zu produzieren. Deshalb brauche ich auch neue Felder. Könntest du leider auch das Feld... Oder jetzt könnten wir das Upgrade holen. Ja, super. So. Gehen wir mal los, einfach um zu gucken, was er macht. Hier oder hier? Also hier hat er Holz, da können wir ihn zumindest nerven. Gucken wir mal, was passiert. Irgendwie, dass die beiden hier immer noch Holz sammeln, verstehe ich nicht. So, ich hatte eine weitere Schießanlage gebaut. Ich versuche mal hier durchzukommen, um mit den Plänklern aufzuhalten, dass er da hinterher mauert. Verstärkung soll nach vorne. Ist die eigentlich immer noch offen? Jo, dann schön rein da. Oh Mann, das tut mir jetzt ein bisschen leid für ihn. Dass er das schon wie. Aber er hat es halt nicht geschlossen. Er hätte wissen müssen. Er hatte eben schon die Lücke da drin. So, die wollen nicht arbeiten irgendwie. Ah, und der hier hat irgendwas verpeilt. Er hat ein Dorfzentrum schon gebaut. Und er hat Kamele gemacht, okay. Und Speerträger. Okay, weißt du was? Dann gehen wir einfach raus. Ah, und hier. Gut, ich mach mal hier auf, weil der Wegpunkt anscheinend schlecht war. Bleiben wir auf dem einen Dorfzentrum. Haben wir das eigentlich schon mal gemacht, dass wir es komplett durchgezogen haben? Ich glaube nämlich nicht. Ist ja vielleicht auch mal spannend. Kann ich das auch mal zeigen?
Er hat zwar Kamele, aber er hat keine guten Kamele. Das ist bei den Äthiopiern nicht so stark mit der Kavallerie. Habe ich einen hier übrig gelassen, ja. Können wir auch mal checken, was er für Upgrades hat, nämlich keine. Hier fehlt ihm auch ein Upgrade, nämlich der Botgame-Fire. Das finde ich natürlich unverzeihlich. Dann spielen wir mal auf einen TC hier. Das wird sich ganz gut anbieten gerade. Und ich mache jetzt mal einen Speerträger, um hier seinen Scouts abzupieksen. Ich habe da irgendwie... Ich dulde den nicht weiterhin in meinem Reich, muss ich sagen. Die Lücke hat er jetzt hoffentlich geschlossen. Also hoffentlich für ihn, nicht für uns. Die Lücke wollen wir nochmal schließen. Und da wir nur ein Dorfzentrum haben, brauchen wir auch können wir unsere Nahrung natürlich komplett hier in unsere Reiter investieren. Vielleicht auch bald einen dritten Stall bauen. So, dann müssen wir los. Jetzt kann ich nochmal gucken, ob ich eine Lücke habe. Sieht gut aus. Unser Hausbauer soll aktiv bleiben. So, wir gehen mal auf ein zweites Goldlager, würde ich sagen. Und ich lasse die hier weiterhin auf den Defensiv auf dem Hügel. Ich glaube, die erhalten meine Ritter nur auf. Na, dann gucken wir mal. Produktion soll weiter entstehen, ne? Sogar 10 Dorf wohnen in der Schleife mittlerweile. Das ist natürlich völlig übertrieben. Da kann ich auch mal mir die anderen beiden Upgrades hier holen stattdessen. So, die Lücke müsste er mittlerweile geschlossen haben. Ich gehe einfach mal davon aus. Und guck mal, ob ich hier woanders Schaden... Ist hier offen? Ne. Ob ich woanders Schaden machen kann. Er macht auch weiter Pikenträger, wie es aussieht. Greifen wir mal hier an. Das ist sehr schwer, gegen sowas konsequent abzuwollen. Weil die sehr, sehr schnell durch die Palisaden durchkommen, die Ritter. Da dagegen, hier hat ein Dorfzentrum, alles klar. Hier ist er auf Stein. Mit 4 untätige Dorfbohnen, aber wir müssen auf die Armee achten, das ist gerade wichtiger. Er achtet auch gut auf alles, gefällt mir. Ja, da müssen wir nicht unbedingt hier so in der Engstelle gegen kämpfen. Aber wir haben auf jeden Fall mehr als er, also wir können dagegen kämpfen. Und wir haben bessere Upgrades. Also seine Kamele haben ja keine Upgrades, von daher. Das ist kein Problem. Aber wo können wir ihm wirklich wehtun, ist jetzt gerade die Frage. Er zieht sich immer ganz gut zurück. Ich stell ihn auf Defensiv und lass dich hier stehen und guck jetzt, was zu Hause los ist. Ach komm, reißen wir die Kaserne ein. Können wir. Also wir spielen jetzt eben komplett mal auf ein TC. Das bietet sich gerade gut an, weil er wirtschaftlich auf jeden Fall vorne ist. Und wir holen uns auch schon die Gebäude, dass wir in die nächste Zeit gehen können gleich. Jetzt gucke ich wieder auf die Armee. Also, hier hat er jetzt kein Dorfzentrum. Na, gucken wir mal, ob wir die Dorfbewohner bekommen. Geschwindigkeitsupgrade können wir uns auch noch holen. So, kannst die Reliquie holen. Du baust weiter Häuser. Komm ich hier rein? Ja. Das tut natürlich sehr weh für ihn. In dem Piratzeit. Also viel mit Micro ist jetzt hier gerade nicht. Ich gewinne das Spiel gerade durch Makro, dadurch, dass ich mehr produziere als er und bessere Upgrades habe. Und er viele Lücken bei sich hat. Ist natürlich extrem unglücklich insgesamt. Machen wir mal hier das Türchen auf. Und dann gehe ich weg. So. Produktion weitermachen hier. Ich mache hier noch einen weiteren Stall hin. Jetzt kümmern wir uns mal hier um das Chaos in der Basis. Nicht genug Holz. Ja, da können wir gleich, wenn wir in dem Parazit sind, mit dem geballten Chevalier-Macht hier losschlagen. Der Kollege ist fertig. Eine andere Liquid sehe ich gerade nicht. Ich mache mal hier auf, dann kann ich mit ihm
so rauslaufen. Und danach bauen wir. Ach, Leute, ja. Die Wegpunkte. Danach bauen wir die Lücke hier wieder zu, sobald alle Mann draußen sind. Jetzt. Also, Kamelreiter sind hier keine gute Option, weil einfach die Arbalestschützen von den Äthiopiern so gut sind. Oder die Amos-Schützen. Da habe ich mit meinen eigenen Schützen leider relativ geringe Chancen gegen. Oh, auf jeden Fall mehr Holz. Oh, er ist auch schon in Imperialzeit, alles klar. Wird auf jeden Fall mehr Dorfwohner haben als wir. Da gibt es eigentlich, sollte es ja keine Frage geben. Das Holz-Upgrade kriegen wir nicht mal. Interessant. Immer noch keine weitere Reliquie. Vielleicht hat er auch seine eigenen eingesammelt mittlerweile. So. Ich hoffe, das ist so anschaulich mit dem einen Dorfzentrum. Das hatte ich eigentlich schon früher mal vorgehabt. Das hat sich hier jetzt nur richtig gut angeboten, dadurch, dass er schneller war als wir. Na, in vielerlei Hinsicht ist er bislang ein sehr, sehr, sehr guter Sparringspartner für diese Reihe. So, jetzt haben wir richtig viel Holz. Neue Farmen. So, wir haben unsere Upgrades. Oh, er hat hier gerade irgendwas hingeschickt. Ich will ihn eigentlich hier unten, hier hat er sein zweites Gold, da will ich ihn wehtun. Und einen weiteren Stall können wir auch gebrauchen. Wir sehen ja, die Produktion läuft gut. Und wir haben trotzdem viele Ressourcen, deshalb. So, hier hat er seine ganzen Kamele und seine Hellebardiere. Aber hier sehen wir auch wieder, dass ich durch Masse hier und Upgrades gut durchkomme. Mal gucken, was er hier hat. Oh, er hat sogar das zwei Defensive schon drauf. Hier hat er eine Burg hingebaut, die gefällt mir sehr gut. Okay, wir können hier nicht so durchkommen, weil er die Burg da hat. Also nicht einfach durchkommen. Zap. Sammle ich jetzt auch Stein. Und greif mal vor. Oh, ja, ich hatte gerade die Reliquie geholt, aber gut. Ich wollte gerade sagen, meine Reliquie geholt, aber. Wir versuchen es einfach woanders. Beispiel hier. Oh, er gibt auf. Wie viele sind das? Das ist eine gute Frage. Bilde Einheiten aus, die gut, der Taunt, der dazu kam. Oh, hier habe ich die Reliquie gehabt. Okay. Ja, ich bin mir sehr gespannt, wie es jetzt mit den Dorfbrüdern aussieht. Ich schätze mal, dass er ungefähr 20 oder 30 mehr hatte als ich. Würde ich jetzt über grob schätzen. Aber er hat oft mehr verloren natürlich, weil ich ein paar Mal in seiner Base war. Aber er hat hier halt recht konsequent mit drei Dorfzentren gespielt. Also wie gesagt, Micro kam wieder nicht so stark zum Vorschein. Ich habe ihn ausschließlich dadurch besiegt, dass ich bessere Mechanics habe, dass ich bessere Produktion habe. Und wenn wir ehrlich sind, das ist natürlich auch, wenn habe ich mich hier nicht auf das Level angepasst. Das habe ich auch kaum versucht. Ich habe ihn auf eine Art besiegt, wie ich glaube, dass jemand auf seinem eigenen Level, wenn er auf der Ladder spielt, gegen ihn so auf keinen Fall spielen wird. Weil ich habe die bessere Einheit eigentlich gehabt. Ich habe ihn dadurch besiegt, dass ich meine Upgrades hatte und einfach viel mehr gemacht habe als er. Und ihn dann jedes Mal überrannt habe. Und das Ding ist, Ritter sind auch so eine Einheit, die wirklich in Masse wirklich komplett brutal wird. Da muss man mit Speerträgern und Kamelen sowohl mit den Upgrades hinterher sein, als auch wirklich die Masse kriegen. Eine gleiche Anzahl von Pikinieren verliert immer gegen die gleiche Anzahl an Rittern. Man muss immer in Überzahl sein mit den billigen Kontereinheiten. Das ist eine Balancing-Sache. Von daher, ich hätte natürlich auch mit Elite-Plankern weitermachen können. Aber ich finde auch die strategische Entscheidung hier ganz interessant und deshalb habe ich das auch so durchgezogen. Weil ich sagen würde, wenn ihr so, wir können uns nochmal die Zeiten angucken, so weit hinterher seid von der Zeit, ja gut, ja, ich dachte, das wäre mehr, ehrlich gesagt. Ja, aber anderthalb Minuten ist trotzdem einiges. Wenn man so weit hinterher ist, ist es schwierig, wirtschaftlich noch aufzuholen, wirklich.
Und selbst wenn das, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es wäre extremer gewesen. Also sagen wir mal, er wäre 3 oder 4 Minuten vor mir in der Ritterzeit gewesen. Jetzt ist diese Feiermusik so laut, ne? also bei mir ist das gerade mega laut, ich mach das mal leiser. Deshalb wäre es für uns schwer gewesen, da mit auf Wirtschaftlichem Wege hinterherzukommen. Und deshalb finde ich es cool, dass wir an der Stelle mal sinnvoll wirklich an diesen 1TC-Style durchführen konnten. Ihr merkt, also dadurch gibt man ja deutlich weniger Nahrung aus und muss auch das Holz und Stein nicht investieren, was man normalerweise in neue Dorfzentren investiert, und muss auch nicht die Felder bauen, die wirklich nur das Dorfzentrum versorgen sollen. Und die Berber haben ja billigere Reiter. Dadurch konnten wir auch relativ kostengünstig das Ganze spammen. Dann hatten wir von der Karte her, muss man sich auch so ein bisschen Glück, also dass ich das am Anfang gar nicht gerafft habe, dass hier schon der Kartenrand ist und ich noch bis hierhin wollen wollte, ist natürlich Schwachsinn. Aber dass wir alle 3 Golds sichern konnten bei uns in der Basis, das nächste wäre hier gewesen. Und das hier haben wir gar nicht gescoutet. Hat er die Strategie oder die Herangehensweise auf jeden Fall begünstigt. Und ja, also wir haben ihn einfach mit, oder ich habe ihn einfach mit Masse und Upgrades besiegt. Das ist hier, was man daraus rausnehmen muss. So, das hatte ich geschätzt, dass er 30 mehr hat als ich, also 100 würde er, denke ich, gehabt haben, oder? 87. Ja gut, ich habe ihm, gut, er hat wahrscheinlich, wenn man jetzt die Sachen, die ich gekillt habe, reinzählt, dann passt meine Schätzung trotzdem. Kann man, wir sehen es gleich, wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an. Ansonsten, also mir hat seinen Start sehr gut gefallen, aber das können wir jetzt gleich im Replay nochmal genauer sehen. Ich finde, die Episode hat uns, abgesehen davon, dass ich wieder mal mit der Spielgeschwindigkeit übertrieben habe, ich glaube aber, das ist unrealistisch, dass ich das jemals abstellen werde. Hat es sehr, sehr viel von dem gezeigt, was ich zeigen wollte auf dieser Elo. Also, ich denke, das ist eine der hilfreichsten Episoden bislang. Denn ich habe ja mich gegen seinen Man-at-Arms-Rush an sich nicht wirklich verteidigt. Ich habe ihn zwar lange kommen sehen, es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Habe aber keine davon genutzt, weil ich glaube, dass die höhere Spielgeschwindigkeit erfordern, um sie wirklich effektiv zu spielen. Und dass es nicht 100% notwendig ist, auf dieser Elo diese Tricks zu können und die effektiv durchzuführen. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Ich habe wirtschaftlich, ich habe glaube 2 oder 3 Dorfbewohner gegen ihn verloren. Ich habe meinen Holzverlag gegen seine Man-at-Arms verloren. Ich musste mich stellenweise komplett zurückziehen. Und was ich aber damit zeigen und vielleicht auch beweisen möchte, ist, es ist nicht so schlimm. Ihr müsst einfach währenddessen die ganze Zeit ruhig bleiben, weiter Dorfbewohner produzieren und auf euren Moment warten. Und als allgemeinen Tipp jetzt, also weil Man-at-Arms gegen Scouts sehr, sehr gut ist, also das Opening, das er sich gewählt hat, ist kontert meins zu einem gewissen Grad, muss man auch Geduld beweisen. Man kann da nicht einzelne Scouts reinschicken. Am besten sollte man 1 Scout mehr haben, damit es effektiv ist. Und noch besser ist eben, Dorfbewohner zum Kampf dazuzunehmen. Kann gut sein, dass man dann wieder Dorfbewohner verliert, aber es ist die effektivste Art, das Ganze loszuwerden. Ich habe jetzt hier aufs, nicht so krass drauf geachtet, aber er hat genauso viel Population gespielt wie ich. Er hat, glaube ich, 2-3 Sekunden länger gebraucht als ich. Guck mal, wir sehen die Prozentanzahl. Also er hat, wir haben ziemlich genau gleich sauber gespielt. Deshalb bin ich jetzt hier auch über die dunkle Zeit so ein bisschen schnell drüber gegangen. Mit Äthiopiern muss man nicht ganz so viel Gold haben für die Man-at-Arms, weil man einfach als Sith-Bonus das bekommt. Hat er sehr gut mit einbezogen hier. Der hat nur gerade vergessen, das Upgrade zu klicken. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Es muss halt sofort kommen. Sobald du in der nächsten Zeit bist, musst du sofort das Upgrade klicken. Und das Holz-Upgrade auch sofort. Jetzt kommt es erst. Sehr exzessiv gemauert auch, aber seine Basis, muss man noch dazu sagen, war sehr, sehr gut zu schützen. Also, dass er da 2 Lücken drin hatte. Also, die erste Lücke ist verzeihbar, kann man mal nicht sehen. Ich habe die nur gefunden, indem ich die Einheiten einfach reingeklickt habe. Das kann ich auch immer empfehlen, habe ich mehrfach schon gesagt und gezeigt. Die Einheiten finden die Lücke von selber. Ihr müsst einfach nur in die Basis klicken und dann gucken die, ob sie reinkommen oder nicht. Hat er im Prinzip hier eigentlich auch gemacht. Der hat wahrscheinlich auch irgendwo hier hingeklickt und dann laufen die halt hier rein. Die erste Lücke ist zu verzeihen, die zweite nicht. Also weil ich die ihm gezeigt habe, er hat sie nicht gestopft. So, jetzt kommt er hier rein. Ich glaube, einen von diesen Dorfbewohnern bekommt er. Den hier vielleicht, weil er so ein bisschen stecken bleibt. Für ihn auch sehr gut übrigens, dass er meinen Scout mit dem Dorfzentrum abgeschossen hat. Das war sehr gut. So, den. Oder bekommt er den echt nicht? Ah. Hier hat er sehr gut reagiert. Hier hat er auch weiterhin das Prinzip, wenn man Armee kontrolliert, dass man auch drauf guckt, verfolgt. Sehr gut. Und ich habe mich einfach immer davor zurückgezogen. Die Verteidigungsmethode, die er auch gegen meine Scouts teilweise verwendet hat, das Gegenwallen, das mache ich, glaube ich, im nächsten Elo-Bereich. Obwohl er da vielleicht schon ein Stückweise dazugehört. So, einen Dorfwohner hat er bekommen mittlerweile. Er ist jetzt auch den einen Dorfwohner natürlich vorne, weil er konstant produziert hat. Das ist ganz wichtig, dass er da nebenbei aktiv geblieben ist. Ich glaube, die Lücke ist hier zwischen. Wir können mal reinzoomen.
Man kann es, wenn man die Kacheln hat, ich kann die mal ein bisschen sichtbarer machen. Jetzt gab, also ist es sehr extrem, ne? Aber hier können wir es sehen, warum, wo diese Lücke herkommt. Auf der Ebene von dieser Kachel hier, wenn wir einfach hier lang weitergehen, da ist die Lücke. Geht hier durch. Wir können sehen, dass die Schießanlage steht auf, bis zu dieser Kachel hier. Und die Kachel daneben, wird, die ist halt offen. Es ist schwer zu sehen. Und ich glaube auch, dass mir das auch passiert wäre an der Stelle. Aber was man machen kann, um solche Sachen zu verhindern, ist, dass man nochmal einen Dorfbewohner nimmt, sobald man eine Mauer gezogen hat. Und den die Befehl gibt, eine Palisade drüber zu bauen. Also man zieht dann einmal die Palisade einmal so da durch. Man versucht eine Palisade auf dem gleichen Gebiet zu bauen. Und natürlich geht es dann nicht, wenn es zu ist, weil auf der Stelle schon ein Gebäude steht. Aber da werden einfach die Stellen, die noch offen sind, mit einem Stückchen Palisade gefüllt. Automatisch. Das ist ein ganz cooler Trick. Konnte ich jetzt in dem Spiel nicht wirklich einbringen. Aber ihr habt ja gesehen, wie ich nach Lücken gesucht habe. Ich habe einen Spähträger auch mal rausgeschickt. Ich habe mal geguckt, ob meine Ritter oder meine Plänkler waren es. Mein Scout. Ich weiß nicht mehr. Irgendwen habe ich ja später auch mal reingeschickt, um zu gucken, wo die langlaufen. Ansonsten, was er zu Hause macht, gefällt mir ganz gut. Er macht die Schießanlage. Er hat schon recht viel auf Gold, dafür, dass er nur eine Schießanlage hat. Vielleicht möchte er aber zwei machen, das werden wir gleich sehen. Und er nutzt auch seine Sträuße hier. Das habe ich ja nur kurz gemacht, weil er mich dann abgelenkt hat. Und ich wollte auf diesem Elo-Bereich auch noch nicht so viele Anpassungen vornehmen. Aber ich finde es cool. Er hat uns ja dadurch, dass er so aktiv war und wir Kontereinheiten gemacht haben, die wir letzten Endes dann nicht brauchten, aber besser sicher als tot, ne? Und sehr viele Scouts gemacht haben, dadurch war er natürlich voraus. Er hat sich einen Vorteil erspielt. Er hat, und das waren knapp 2 Minuten ungefähr, die früher in der Ritterzeit war. Also es hat sich alles für ihn sehr gut gelohnt. Er hat das Early Game auf jeden Fall besser gespielt als ich. Natürlich auch, also um jetzt meine Arroganz zu bewahren, auch dadurch bedingt, dass ich natürlich absichtlich gewisse Techniken zur Abwehr nicht verwendet habe. Aber das nur zur eigenen Ehrverteidigung. So, jetzt kommt hier die Schützenproduktion. Bin mal gespannt, ob jetzt schon die zweite Schießanlage kommt, weil er hat extrem viel auf Gold. Wenn du nur eine Schießanlage hast, reichen 4 oder 5. Gerade mit Äthiopien wären 4 schon völlig in Ordnung, weil einfach so viel Gold schon da ist durch den Bonus, den man hat. Das hier finde ich auch sehr gut, dass er den sofort nach vorne schickt, weil seine Einheiten ja noch leben. Jetzt können wir auch mal kurz gucken, wie viele Dorfbewohner ich hier verliere. Ich glaube, 1 oder 2 habe ich noch verloren in dem Kampf, oder? Also, gerade ist er 1 Dorfbewohner vorne. Das spricht übrigens weiterhin sehr gut für ihn. Er hat konstant Dorfbewohner produziert. Er hat den gewonnenen Dorfbewohner hat er bis hierhin behalten. Und man sieht es auch am Score. Er hat mehr gescoutet, er hat mehr gekillt. Aktuell ist er vorne. Er gewinnt das Spiel aktuell. So, wie viele Dorfbewohner haben wir hier? 12. Ja, ich glaube, er hat zu viel. Er hat versucht noch den Scout mitzunehmen. Ja, ist schwer. Ich glaube, es ist keiner von mir. Ich glaube, es ist kein Dorfbewohner gestorben von mir. Aber ich hoffe, ihr lernt auch so ein bisschen darauf, wie kann man relativ risikofrei und ohne irgendwie groß fancy mit irgendwelchen Tricks zu arbeiten, sich gegen Man-at-Arms verteidigen, wenn man selber auf Scouts gegangen ist, abwarten und den richtigen Kampf suchen. Möglichst mit mindestens 4 Scouts. Auf der anderen Seite, was er hätte machen müssen, besonders als er sieht, dass ich mich lange Zeit nicht dagegen wehre und ihn einfach gewähren lasse, Spähträger mit nach vorne schicken. Da kann ich mit den Scouts nämlich richtig schwer nur da drauf gehen, dann muss ich auf jeden Fall Dorfbewohner benutzen oder meine Schießanlage früher bauen. Also als Tipp einfach demnächst, wenn du siehst, dass der Man-at-Arms Rush so gut funktioniert, noch den 1-2 Sperrträger mit nach vorne schicken. Besonders wenn du weißt, dass ich auf Reiter gehe und das weißt du schon relativ früh. So, jetzt muss ich leider mit dem Loben aufhören. Jetzt hat er leider extrem viel verschlafen. Er hat 500 Gold und er hat in diesem Spiel bislang 2 Bogenschützen produziert. Was er auf jeden Fall bräuchte, wäre halt ein Marktplatz, um diese Wirtschaft wieder auszubalancieren. Ich gehe mal davon aus, dass er das auch machen wird, aber wir schauen mal weiter. Also da hat er mit der Produktion extrem geschlafen, muss man dazu sagen. Während ich es ein bisschen übertrieben habe, aber besser zu viel als zu wenig, gerade in dem Elo-Bereich, weil wenn man zu wenig Armee hat, kann es immer mal sein, dass man einfach kurzfristig überrannt wird. Er baut jetzt schon den präventiven Stall, bevor er die Schießanlage sieht. Das finde ich interessant.
Es hätten wahrscheinlich mehr Felder sein können. Kommt der Marktplatz. So, jetzt kommen die hier rein, ja. So, aktuell, jetzt sind wir gleich auf, aber wo, warum? Hat er verpennt oder hat er eine Technologie geholt? Ich guck mal ganz kurz nach. Weil eigentlich die Produktion von Dorfbewohnern fand ich bislang sehr, sehr gut. Okay, gut, dann hat er einmal ein bisschen gepennt, das kann mal passieren. Ist okay. Jetzt wird er aber auf jeden Fall Dorfbewohner hier verlieren. Da bin ich mir relativ sicher. Genau, also diese Technik, die hier benutzt, einfach die Holzfällerlage abwollen, das werden wir, glaube ich, ab dem nächsten Elo-Bereich auch anfangen zu tun. Das ist natürlich gegen Mad Arms Rush extrem effektiv. Weil die einfach nicht da dran kommen und man geschützt ist. So, den habe ich natürlich. Ich habe jetzt auch nicht besonders krasse Armeekontrolle betrieben, aber Micro habe ich trotzdem gemacht. Ne? Ich habe halt geguckt, wo laufen meine Einheiten gerade hin. Wo werden sie vom Dorfzentrum gestört? Wo können sie Schaden machen? Würde ich zwei Dorfbewohner vorne, mache aber auch gerade die Schubkarre und er macht keine Dorfbewohner parallel. Er hat sich da sehr aus dem Konzept bringen lassen davon. Zu Recht übrigens. Also jetzt klickt er auch in die nächste Zeit. Aber jetzt hat er auch Sperrträger am Start, mit denen er ein bisschen was machen kann. Also ist okay, dass er hier gestresst ist, ne? Das ist ganz normal. Und zusätzlich zu einem verlorenen Dorfbewohner muss man ja die Arbeitszeit, die er verliert, mit einrechnen. Wobei ich glaube, dass seine Man-at-Arms bei mir mehr solchen Arbeitszeitschaden verursacht haben, als meine Reiter gerade bei ihm. Aber meine Reiter haben mehr getötet von ihm. Also es ist insgesamt doch relativ ausgeglichen, was das angeht, glaube ich. So, also seine größte Schwäche sehe ich aktuell dahin, dass er die Militärproduktion extrem vernachlässigt hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum er ständig von meiner Armee überrannt wurde dann im Mid- und Late-Game. Weil er einfach viel zu wenig Armee hat. Und ich bin natürlich fast nur auf Armee gegangen, ich habe nicht so viel Wirtschaft gebaut wie er. Ja, aber er muss trotzdem Armee machen, sonst gibt das nichts. Jetzt bin ich 10 Dorfwohner vorne. Er hat also einiges an Arbeitszeit verloren und Dorfwohner natürlich verloren. Und er hat keine Schubkarre. Ich habe die Schubkarre schon, das sind nochmal 3 Dorfwohner ungefähr. Das tat also doch mehr weh, als ich gedacht hatte, ehrlich gesagt, aber das ist halt auch so ein Ding. In niedrigerem Elo-Bereich ist Multitasking wirklich nicht einfach. Und ich kann es auch einfach nicht nachmachen oder glaubhaft simulieren. Und ich möchte auch weiterhin nicht den Anspruch erheben, dass das, was ich tue, repräsentativ für die Elo ist, die ich hier spiele. Auf keinen Fall. Ich verfalle immer irgendwann automatisch, gerade wenn ich dabei rede, in Muster, die ich einfach mir antrainiert habe. Oder die, weil ich einfach so oft das schon gemacht habe, passieren. Und das ist eben auch die schnelle Produktion und Spielweise. Aber ich möchte hiermit auch so ein bisschen beweisen, also ich habe hier mikrotechnisch hier keinerlei Hexenwerk betrieben. Ich habe, das habe ich jetzt mehrfach betont, das Spiel ausschließlich durch Produktion und Upgrades gewonnen, das war's. Ich habe nichts, ich habe das dadurch gewonnen, dass ich immer meine Produktion angewählt und Einheit produzieren gedrückt habe. Das war das, was ich entscheidend besser gemacht habe als er. Alles andere hat er mindestens genauso gut gemacht wie ich. Das Upgrade kriegt er eben sonst, das ist sehr gut. Aber wir können mal nochmal gucken, er hat hier die billigen Einheiten und er hat mehrere Produktionsgebäude und trotzdem weniger Militär als ich. Und da sind bei mir noch die Scouts mit drin gewesen. Plankler mit drin gewesen. So. Jetzt kommt wieder die Aktion. Also er hatte die Lücke. Da waren sogar 2 nebeneinander. Er hat das sogar einmal zugemacht. Ach du Scheiße, okay. Ah, okay. Das ist ne. Das ist echt. Oh, okay. Da möchte ich ihn nochmal ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist echt fies. Ich dachte, er hätte die Lücke nicht geschlossen, aber hat er tatsächlich. Es sind einfach 2 nebeneinander. Das sehe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Also das haben wir eben auch in Anführungsstrichen analysiert mit den Tiles, mit den Kacheln. Aber dass hier 2 Platz sind, na gut. Aber man kann es halt lösen, indem man, wie gesagt, einmal hier versucht, von hier bis da eine Palisade zu ziehen und dann wird alles hier zwischendurch besetzt. So, er holt jetzt hier so langsam wieder auf mit Dorfbewohnern, weil er auf 3 Dorfzentren ist und er produziert konstant durch. Wird aber nicht lange tun können, weil er keine Nahrung hat und keine Felder. Marktplatz hat er noch nicht. Den bräuchte er dringend, weil er extrem viel Gold hat. Und das hat er dadurch, dass er die ganze Zeit viele Dorfbewohner auf Gold hatte, aber kein Gold ausgegeben hat. Also er wird jetzt in Produktionsengpässe auf jeden Fall geraten. Ich übrigens gerade ohne Dorfbewohnerproduktion. Jetzt sehen wir es wieder. Also auch von mir auch nicht alles Gold, was glänzt oder wie das heißt. Und kein Botgepfeil, das tut mir natürlich persönlich sehr in der Seele weh, aber kann er sich ohne Nahrung halt auch nicht leisten. Er priorisiert jetzt hier die Felder, er geht auf 20 Felder, sehr gut. 21 Felder, das reicht auf jeden Fall, um konstant auf Wunderproduktion zu haben. So, die Armee ist jetzt schon sehr, sehr fies für ihn. Gucken wir mal, was er hat. Also ich bin auch militärisch weit, weit, weit vorne. 27, das sind 5 hier einberechnet, aber na gut, wir gucken nur, wie viele das hier sind. Das sind 17 Stück, die haben alle Upgrades, wenn ich das richtig sehe, ja.
Er hat hier keine Upgrades drauf. Er hat auf seinen Armbrustschützen fehlt noch ein Upgrade und auf seinen Pikinieren hat auch keine Upgrades. Also er kann gegen diese Armee aktuell nicht wirklich gewinnen. Oder hat er hier das Upgrade mittlerweile? Nee, hat er nicht. Und er lässt sich dadurch auch wieder aus dem Konzept bringen. Er produziert währenddessen aktuell nichts. Die Pikiniere kämpfen die auch alleine. Es kommen Kamelreiter wieder dazu. Was er gut macht, ist, dass er situativ die Einheiten oder die Dorfbewohner wegzieht. Gerade in der Situation, finde ich, hat er das sehr gut gemacht. Da habe ich, glaube ich, auch keinen einzigen Dorfbewohner bekommen. Wenn ich das gesehen hätte, wenn ich hierhin gelaufen statt dahin gelaufen wäre. Na gut. Na, das hätte böse enden können für ihn, glaube ich. Aber ich bin jetzt auch nicht omniwissend. Die Lücke mittlerweile nicht zu. Ich glaube schon, oder? So, jetzt ist Spaß vorbei bei ihm. Jetzt sagt der Produktion muss her. Ah, die Lücke müsste man sehen, oder? Ja, ich glaube, dass das Spiel rein dadurch, dass er komplett im Chaos war, an der Stelle quasi gegessen war. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, aber ich glaube, er hat seinen Markt benutzt, um in die nächste Zeit zu kommen. Das ist auch sehr, absolut richtig. Hat er die richtige Entscheidung getroffen in dem Fall. Ja, und er ist militärisch halt extrem weit hinterher. Und wirtschaftlich nur ein kleines bisschen vorne dran. Da wird er jetzt wirtschaftlich ein bisschen aufholen oder auf den Vorsprung ausbauen, weil ich ja nur das eine Dorfzentrum habe und das gerade die Imperialzeit erforscht. Und währenddessen macht er ja aus zwei weiteren. Okay. Okay, hier kann ich auch noch eine Kritik vielleicht äußern. Also er macht eben hier den klassischen, vor allem etwas von nicht so richtig Ansatz. Und dadurch auch wenig Upgrades auf den einzelnen Einheiten. Kamele mit Äthiopiern ist einfach generell nicht so geil, weil die einfach schlecht sind. Die Äthiopier haben einfach keine guten Reiter. Denen fehlen viele Upgrades. Denen fehlt vor allem die Zuchtauswahl. Bleibt einfach bei Pikinieren, das passt schon. Und dann aber auch die upgraden und richtig Produktion anwerfen. Hier gab's mal so eine vorgebaute Reihe an Kasernen. Die hätten es auch sein können, aber ja. Es werden halt sporadisch Bogenschützen gemacht, dann mal wieder sporadisch Kamelreiter. Und ich habe halt wirklich konstant das ganze Spiel durch nur hier Stumpfreiter gemacht. Ich finde es gut, dass er die Helbardiere direkt macht. Aber das sind auch nicht allzu viele. Und ich glaube, der Kampf, der war ja ein ziemliches Massaker, wenn ich das jetzt gerade noch richtig im Kopf habe. Genau, ich habe aber viel, 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 viel mehr als er. Das kann er nie im Leben gewinnen. Ja, und dann ist das Spiel natürlich vorbei. Ja, aber ich finde, er hat es insgesamt sehr gut gemacht. Vor allem das Early Game hat mir sehr gut gefallen. Das mit der Mauer ist zum einen einmal unglücklich und zum anderen muss er sich trotzdem irgendwie drum kümmern, das Loch zuzukriegen. Aber ja, es tut mir auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil das kann man sehr, sehr schwer sehen, sowas. Aber es gibt halt Mittel und Wege, das zu flicken und die Lücken zu finden. Und die habe ich jetzt hier mitgeteilt. Also zum einen kann man einfach Einheiten mal aus der eigenen Basis rausschicken, um zu gucken, wo sie langlaufen. Und zum anderen kann man eine Palisade über den Bereich ziehen, den man vermeintlich schon zugemauert hat und guckt, ob weitere Palisadenstücke dadurch platziert werden oder ob alles einfach rot bleibt und nichts gebaut wird. Ich hoffe, das kann ich in Zukunft vielleicht selber nochmal anbringen. Muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben, sonst vergesse ich das, glaube ich. Ansonsten, wir konnten das eine unaufgeregte und ohne große Magie durchgeführte Verteidigung gegen den Man-at-Arms-Rush mit Scouts demonstrieren. Das war ganz anschaulich, denke ich mal. Und ja, an dieser Stelle dann nochmal danke fürs Scooter for Life, fürs Mitmachen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.